Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Easy-Figur-Training. Schön, dass du dabei bist. Wir bleiben auch wirklich nur im Stehen und werden den ganzen Körper einmal durchkräftigen. Aufrichten auch natürlich, denn die Aufrichtung ist auch ganz wichtig für eine noch wohlgeformtere Figur. Dann wirken die Schultern schon etwas breiter und die Taille schmäler. Und wir starten jetzt mit einem Aufwärmtraining, mobilisieren alle Gelenke durch und gleich mal in die hüftbreite Position kommen und die Füße abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse aufrichten. Hier ist ein Faden, den du nach diagonal oben ziehst. Ganz locker die Fußgelenke bewegen. Kannst gleich mal, während du abrollst, die Schultern nach hinten kreisen. Immer in deinem Tempo natürlich und du kannst auch jederzeit Pausen einlegen. Alles ist richtig. Nimm die Arme mit, ein bisschen größer werden. Vielleicht noch ein bisschen größer. Weit nach oben. Die Arme oben halten und mal mitdehnen, Handrücken, Handflächen, ganzen Körper bewegen. Und die Arme locker lassen, am Platz gehen und die Arme bewusst mitnehmen im rechten Winkel. Ganz bewusst auch abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Vielleicht noch mehr. Und jetzt etwas schneller werden, wenn du willst. Kannst auch beim Gehen bleiben. Vielleicht noch eine ganz schnelle kleine Trippelbewegung machen. Spannung im Bauch. Die letzten. Nochmal wieder kleiner werden, gehen, weitergehen. So ein bisschen aufgewärmt. Bleib jetzt in Bewegung. Nimm deine Arme zur Seite, die Schultern tief und mach kleine Kreise mit den Armen. Schau, dass dein Nacken entspannt bleibt. Du Spannung in deine Arme aufbaust und deine Schultern spürst. Dann nach hinten kreisen. Geht noch, bisschen noch. Den Nacken lang, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 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 immer noch halten und lockern, ausschütteln, Arme, Beine auslockern, Rück auch zur Seite, ausschütteln. Bleib gleich in einer Grätsche, stütz die Hände ein, die dürfen ausruhen. Komm jetzt auf ein Bein, Knie zeigt nach außen Richtung Fußspitze, aufrichten. Und das Bein, das jetzt hier mit der Fußspitze tippt, das macht jetzt kleine Kreise. Einmal kreisen, spür den Po, Außenseite, Oberschenkel, tipp immer wieder unten auf. Aufrecht bleiben.
zwei und absetzen. Super. Kurz auslockern, hier in einer Grätsche bleiben. Jetzt ist mir wichtig, dass deine Knie nicht nach innen kippen, sondern dass die nach außen Richtung Fußspitzen zeigen und dein Oberkörper aufrecht bleiben kann. Dann setzt du dein Gesäß ab. Vielleicht möchtest du die Füße näher zusammennehmen. Ist alles richtig. Komm tief und drück dich dann wieder nach oben und versuch, deine Füße so ein bisschen zueinander zu ziehen, so dass du die Innenseiten aktivierst. Zieh mal fest, fest, fest. Merkst du das? Sehr gut. Jetzt nochmal tief nach unten und hoch und richtig gefühlt deine Füße zueinander ziehen. Nochmal in deinem Tempo. Geht noch. Noch zweimal. Letztes Mal. Und hochkommen, kurz lockern, auf deinen anderen Fuß stellen, Brustbein heben und das Bein macht kleine Kreise. Spannung im Bauch. Merkst du es? Noch zwei und absetzen, super. Hier ein Stück nach vorne gehen jetzt, die Hände stützen auf die Oberschenkel. Jetzt mach deinen Rücken ganz rund, Kopf rein, dann nochmal gerade, nach vorne schauen, nochmal ganz rund, Kopf rein, nach vorne, rund, nach vorne, noch einmal genau so. Den Rücken gerade halten, die Schultern nach hinten unten ziehen, Brustbein anheben, Spannung im Bauch und die Arme gehen jetzt zur Seite. Spür deine obere Rückenmuskulatur. Zieh die Schultern zurück und jetzt ganz lange Arme und hab das Gefühl, du ziehst von oben so Gummibänder nach unten, kraftvoll. Nochmal hoch. Der Rücken ist ganz wichtig für unsere Figur, denn wenn wir in der Aufrichtung stehen, formt sich wirklich die Figur. Und natürlich wichtig für einen gesunden Rücken. Also ganz kraftvoll und immer achten darauf, dass die Schultern locker bleiben, dass der Nacken schön lang bleibt. Kraftvoll nach unten ziehen, vor und fest nach unten. Nochmal, noch zwei Stück. Letztes Mal und dann aufrichten. Ich komme zu dir und ganz locker pendeln. Die Arme nach rechts und links pendeln lassen. Nimm die Ferse mit nach oben, den Oberkörper mitdrehen. Und während du hier so pendelst, nimmst du deine Beine schon etwas enger. Und jetzt entscheidest du mit ganz engen Füßen, ist die Übung natürlich schwieriger, also ganz eng, oder du bleibst hüftbreit oder hüftschmal. Entscheide einfach, wie du es möchtest. Ich schließe jetzt mal meine Füße, pendel mich aus. Und jetzt setzt du dein Gesäß, zeigst du wieder seitlich, nach hinten unten ab.
Wir aktivieren unseren Po, knackigen Po, knackige Beine, also tief, vielleicht auch hier wieder in die Waagrechte. Und dann kommst du nach oben, Gesäß spannt an, schieb dich mit dem Po wieder nach oben in die Aufrichtung. Fest. Genau, jetzt nochmal tief. Arme nach vorne und wenn du hochkommst, dann gehen die Arme zur Seite, die Schulterblätter küssen sich hinten. Komm nochmal tief. Mach weiter, ich komme zu dir. Das ist natürlich wackelig. Po fest. Und versuch jetzt ruhig die Fingerspitzen aneinander annähern zu lassen, ohne dass du mit dem Blick fixierst. Koordination. Vielleicht können sie sich treffen. Und wenn du hochkommst, ein Bein nach außen tippen. Nochmal tief. Und dann das andere Bein. Sehr gut. Nochmal tief. Den Po anspannen. Der Po ist dein Aufzug, der dich nach oben drückt. Und hoch. Geht noch. Es darf warm werden in den Muskeln. Noch einmal rechts, bleib dann nämlich außen, stopp, Standknie leicht gebeugt, locker Rücken aus, Hände hinter den Kopf, Ellbogen Stück nach vorne und jetzt geht dein Oberkörper einmal zur Seite und zur Seite, spür deine schrägen Bauchmuskeln, Bauch fest. Noch zweimal, letztes Mal und dann kommst du wieder zur Mitte, super, und setz die Füße in die breite Position, wie es für dich okay ist, komm tief und tippe jetzt erstmal mit dem anderen Bein, komm nochmal tief und hoch, Schulterblätter küssen sich. Nochmal jede Seite und dann hältst du die andere Seite oben. Stopp, nimmst die Hände an den Kopf, kommst erstmal zum Bein, wieder zurück, so weit wie es für dich okay ist. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Immer noch. Acht. Noch zweimal. Neun. Letztes Mal. Zehn. Und zur Mitte kommt. Füße schließen. Vielleicht kannst du sie jetzt ganz eng zusammennehmen. Oh, lass deinen Oberkörper entspannen. Richtig locker. Zeig sie seitlich. Streck deine Knie und jetzt holst du dich nach oben auf deine Fußspitzen. Drück dich hoch und wieder tief. Spann wirklich die Waden an, aktivier die Waden. Spann den ganzen Körper an. Langsam
Fersen zueinander drücken, Gesäß aktivieren und Fersen heben und senken. So, nochmal ganz Körperspannung aufbauen und natürlich auch die Waden trainieren. Die letzten vier noch. Noch drei. Noch zwei. Und dann halte nochmal oben. Halten. Und nach unten kommen. Lockern. So ein bisschen durchschütteln, Hüftbreite Position, den ganzen Körper durchschütteln, fleißig. Wie fühlst du dich? Alles so ein bisschen durchgekräftigt? Spürst du deine Aufrichtung? Atme ein, mach dich lang. Atme aus, lass dich fallen. Einatmen, Länge. Aus, nochmal ein. Recken, langziehen. Ein Bein öffnen, Arme öffnen, ganz weit aufmachen. Klapp mal ruhig die Handgelenke auch mit um. Schieb dein Becken nach vorne, Dehnung im Brust spüren, Brustmuskeln, Hüftbeuger. Nochmal locker und rund. Und dann natürlich auch zur anderen Seite. Nochmal richtig aufmachen. Und dann nicht mehr rund, dann bleibst du in der Öffnung, kommst zurück. Die Schultern nochmal kreisen, atme aus. Schultern hoch, atme ein, Schultern tief, atme aus. Halte deine Schultern hinten unten, entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Mich interessiert es, gerne unten reinschreiben bei den Kommentaren. Gern gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat und natürlich gern meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank, auch wer es bereits tut. Der Link ist auch in der Beschreibung unten, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und wähle dann aus, mit wie viel im Monat du mich unterstützen möchtest. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20. Was ist dir wert? Das auf jeden Fall danke. Vielleicht lädst du auch noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Übrigens, du findest die Videos von mir auf meinem YouTube-Kanal alle in verschiedene Playlists unterteilt, nach Themen geordnet sozusagen. Einfach mal reinschauen. Oder ganz einfach so, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich auf dich. Bis dann!